Willkommen zurück zu Eternal. Zurück zu Eternal Order. Herzlich willkommen. Ich habe ein paar Hinweise bekommen. Wow. Ich habe ein paar Hinweise bekommen, was ich tun kann. Und würde die auch liebend gerne in die Tat umsetzen, wenn die nicht gerade direkt in der ersten paar Sekunden von mir da getroffen worden wäre. Genau. Das wollte ich mal gucken, ob das geht. Man soll mit dem Vieh was machen und das ging gerade. Jetzt bin ich hier oben. Mal sehen, was ich für. Nein, wir springen wieder rüber. Ich hoffe, heute endlich mal was zu erreichen mit dem Spiel. Was ist das denn? Boots of Illuria, press Shift in Air while touching. Der Text ist wieder ein bisschen komisch. Ne? Oh, guck mal. Geil, ich kann von der Wand jetzt abspringen und sie muss die Wand nicht mal angucken. Sie kann mit ihrem Rücken von der Wand abspringen. Das ist toll. Das ist doch schon mal ein erster Fortschritt. Ja, genau, ich lasse sie jetzt erstmal beide hier rankommen. Dann kann ich darüber springen. Ihr merkt schon, ich habe wesentlich bessere Laune jetzt als bei den letzten beiden Parts. Das liegt einfach daran, ich hoffe jetzt endlich mal was zu erreichen hier. Und wir haben ja schon ein Item gerade bekommen, was Tolles. Jetzt muss ich trotzdem den Weg wieder raus erstmal. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich... Ja, das war nicht so schlau, glaube ich, jetzt in die Fledermaus zu springen. Ich will jetzt nicht drauf gehen, ehrlich gesagt, nach dem Erhalt des Items. Deswegen speichern wir auch. Jetzt kann ich dich von hier oben abbauen. Was abbauen? Ja, wir tragen den Stein mit meinem Schwert ab. Immer schön 20 Gramm pro Schlag. Was? Er hat dann gemacht. Er war sauer, weil er tot ist jetzt. Drüberspringen, drüberspringen. Und nicht drüberspringen angeblich. Naja, wir haben gespeichert, was soll's. Noch nehme ich die Game Overs diesmal gelassen, weil ich jetzt da auch schon ein bisschen was erreicht habe. Guck mal, wir haben jetzt 7%, wir haben jetzt nicht nur noch 6%, wir haben 7%. Ja, 1% mehr, ja. Oh Gott, jetzt muss ich dich wieder von dir besiegen. So. So, ah! Zwei Stellen weiß ich noch, wo ich was machen kann, beziehungsweise wo mir das auch verraten und so. Ich werde mir das mal anschauen, aber wie gesagt, erstmal hier raus wieder. Und ja, ich zeige das, weil das... Ist einfach cool, mir zu zeigen, wie ich wieder raus bin. Und guck mal, ich kann ja auch zeigen, wie geil ich jetzt bin. Ich kann ja runter, oder? Nein, da ist nur Sackgasse, da möchte ich jetzt nicht hin. Oh Gott, wie soll ich denn das machen? Wenn ich jetzt zu hoch. Oh Gott. Wenn ich jetzt falsch springe, erwischt mich die Fledermaus. Geil. Das war gut. Das war eine gute Aktion von mir. Nein! Das war eine Scheißaktion von mir. So gleicht sich das aus. Ja. Oh mein Gott. Ich hab's gerade so ungefähr 18.20 Uhr am Freitagabend. Ich sag das immer jetzt hier gerne an, damit ihr wisst, wann ich das gerade aufnehme. Es kann ja sein, dass ihr zu dieser Zeit, während ich mich quäle, gerade was Weltbewegendes gemacht habt, wie ein Kuchenessen oder so, und dann erinnert ihr euch, boah, der Typ hat hier gelitten, während ich gerade meine Kuchengabel in den Kuchen steckte. Was? Schaut mir einfach zu, was ich hier tue, und dann freut euch daran. Hoffe ich. Da will ich eigentlich auch noch hin, ne? Aber egal, es ist nur so ein Herz und was auch so, was mich nicht sonderlich interessieren sollte. Ja. Mir das Hochspringen üben wir nochmal. War hier nicht irgendwo ein Speicherpunkt? Wenn ja, muss ich noch dahin kommen, ohne zu sterben. Ich hasse die Viecher, ne? Ich weiß auch warum, weil die echt ein bisschen unberechenbar sind, teilweise. War das ein böser Pilz? Nein. Yeah! Fortschritt! Wenn ich da hochkomme. Fortschritt! Es ist so gut, ne? Wie ich gerade einfach mal nicht scheiße bin. Das ist ja auch mal. Ein V! Krüstentierangriff. Egal. Weiter geht's. Und zwar muss ich jetzt wieder ein bisschen nach links, glaube ich. Oder? War das links? Ich glaube ja. Ach, egal. Irgendwo werde ich schon wieder speichern können demnächst. Und vielleicht kriege ich ja von denen Herzen. Warst du ein böser Pilz? Nein. Und zwar ist hier ein Pfeil nach oben, der zeigt, man kann auch nach oben. Und ich bin sogar in diesem Screen dann nicht nach oben gegangen. Ich weiß auch nicht warum. Ich hab's auch nicht bemerkt. Ah, ich wusste, dass du ein Falle bist. Das hab's mir schon gedacht, ey. Oder? Ist das sogar auch. Ist das hier? Warum nutze ich eigentlich diese scheiß Daggers, ne? Ich weiß nicht, wie man die... Ah! Scheiß... Hahaha! Yeah! Wie konntest du da gerade nicht rüberspringen? Wie
konntest du da gerade nicht drüber springen? Ganz ehrlich, Mia. Wie hast du das geschafft, das nicht zu schaffen? Ja, ich werde immer von mindestens einer dieser hässlichen Krabben erwischt. Ich weiß nicht warum. Nein, den kann ich benutzen, so. Ja, okay, mach den. Mia macht den Moonwalk! Mia macht den Moonwalk! So, jetzt. Ja, das wird's! Yes! Du bist doch auch eine Falle, sage ich noch. Och, komm, Mia! Ist das fair? Ist das fair, so eine Krabbe dahin zu setzen, wo noch ein Stein im Weg ist als Decke? Ich kann also nicht mal drüber springen über das Vieh an der Stelle. Guckt euch das doch mal an! Warum kommen die Pfeile so selten? So, jetzt habe ich es einfach mal geschafft, ja. Jetzt habe ich auch keine Pfeile mehr, egal. Ich krieg das jetzt irgendwie hin, ne? Nein, der hat nicht geschossen. Yes! Was bist du denn? Ey, was bist du schon wieder? Ich hab Angst. Ich hab echt Angst. Ja, guck. Noch macht er nichts. Noch macht er nichts. War meine Angst irgendwie unbe... Oder der kann wieder... der kann wieder aufstehen. Oder ich kann auf den draufspringen. Moment. Ich will das jetzt aber nicht austesten, ne? Wahrscheinlich kann man wirklich auf den draufspringen und ich hab's verkackt. Oh! Geil, das ist ein Sprung, das ist so ein Trampolin. Oh, super. Super, endlich mal ein bisschen mehr Leben. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. So, ist das eine Falle oder nicht? Das kann keine Falle sein, sonst komme ich ja gar nicht hoch. So, jetzt, das ist garantiert eine Falle, der Pilz. Ja, also trotzdem, ich musste ja auch wieder rüber. Ging ja nicht anders. So, weiter hier. Ne, dann gehen wir erstmal nach unten, ey. Das ist noch so ein Viech. Ich spiele einfach die Schuhe. Nein, kein Meter. Ah, ich hab Deckers wieder rein, ey. Wir haben noch die Deckers. Ich spiele über die Schuhe ab. Nimm die Deckers. Nutzt diese scheiß Deckers. Dankeschön. Meine Güte, ey. Da war jetzt gar nichts. Richtig cool. Hab ich jetzt keine Deckers mehr? Ich hab keine Deckers mehr. Müsst ihr sie. Warte, warte. Sie ist zurückgeslidet. Sie ist ohne eigenen Befehl. Sie ist ohne richtigen Befehl zurückgeslidet und die Viecher rein, ey. Nimm mal ein Tier weiter. Da war auch so ein Typ, der schießt. Nimm die Decker, nimm die Decker, nimm die Decker. Und rutsch wieder runter. Man, sie slidet. Es gibt zu viele Befehle. Ich will mit den Deckern angreifen und sie slidet den Weg zurück. Oh, da ist 5 Tore. Das ist gut. Kann ich jetzt hier hoch, ja? Oh, wer bist du denn? No one may pass. Achso, das war jetzt mit dem irischen Italam. Ah, so ist ein wonderful world. Das sind schöne Worte, die du gesprochen hast. Geh nun hinein. Okay. Ach so, da ist eine unsichtbare Decke. Da kommt zwar deutlich Licht von oben, wie ihr seht. Aber Mia stößt sich ihren zarten Kopf daran ab, wo nichts ist. Egal, gehen wir trotzdem jetzt da rein. Renn zurück. So. Achso, ich muss wieder oben. Ja, speichern! Bestimmt schon wieder einen ganzen Part gebraucht, um auf Ziel herzukommen. Die Musik ist nicht mal schlecht bisher. Was ist das hier? Schon wieder sau viele interessante Gegnerarten. Was bist du, eine Eiskatze? Wer weiß, was ich da mache? Das. Schieß doch! Ey, guckt euch das doch mal an! Wie wenig das mal. Jetzt kann ich auch mit meinem Dings hier hochspringen. Auch. Kann ich hier runter? Kann er hier wohl schon runter? Kann sie nicht? Kann sie nach. Kann sie während der... Ja. Hä? Mach jeder rechts. Nee. Ach so, das ist... Warte. Kann sie? Das ist doch so eine Art Eisboden, oder nicht? Kann sie nicht ducken und dann hier runtersliden? Ich weiß es nicht. Es geht anscheinend nicht. Egal, ich probiere es jetzt nicht weiter. Und wenn ich nicht weiterkomme, weiß ich nicht, ich muss es doch nochmal probieren. Okay, das sieht gefährlich aus. Ist das da ein Eis? Ich wusste, das tut weh. Ich wusste es. Ich hab's mir schon gedacht, ey. Die wollen wahrscheinlich jetzt von mir, dass ich so hoch springe und dass die angreife, ne? Ich habe eh nur noch einen Lebenspunkt. Ich kann eigentlich schon sein lassen. Warum greifst du jetzt nicht mehr an? Egal. Okay. Das sieht nach einem spaßigen Gebiet aus. Da freue ich mich da jetzt schon drauf.
wir haben 10% geschafft. Das freut mich. Das heißt, ich muss nur noch weitere 90% des Spiels schaffen.